Ich habe meinen Vierachser drauf. Na, komm her. Ich stehe drüber in den Hof, da liegt noch. Ich habe noch den Hammer geladen von Freitagabend. Ich habe mir dann den Vierachser abgestellt, dann lade ich ab, dann fahre ich wieder rüber nach Weilerbach und hole einen unserer Brecher. Der geht hierher auf den Hof. Der bekommt neue Backen. Die alten sind zu dünn, wenn ich das noch einmal sagen könnte. Naja, irgendwann vielleicht. Bis gleich. So, bin in Weilerbach. Soweit vorstehen dort.
dabei, bis das Ding da drauf hängt. Bringe ich dann da raus und nehme den 934, der auch da draußen steht, den bringe ich wieder mit zurück. Ja, erstmal einen Hammer suchen. Über die Waage fahren. Blick mal kurz raus. Fahren die hochgucken. Schaut gut aus.
weil der macht langsam, ey. Meine ich nicht den LKW-Fahrer, sondern der PKW, der hier vorbeigeschossen ist. Halb durch die Grünstreifen. Keine Sekunde warten. Geht nicht. Kann man nicht machen. Ist zu viel. Gefahren. Nur meinen Kollegen begleitet. Und der hat einen Bagger nach Kaiserslautern gebracht. Und da war es halt ein bisschen eng. Da war ich dabei, hab dem ein bisschen geguckt. Heute Morgen fahre ich runter nach Ingelheim. Lade den 938 wieder vor für morgen. Er geht morgen früh wieder runter nach Kirchdorf. Das ist mein Plan. Danach sattel ich um. Werde mit meinem Dreiachser dann noch einen Radbagger holen. In Bodenheim unten. Bei Mainz. Ja, schauen wir mal, der soll rüber nach Mannheim. Jo, Attacke. So, da ist er endlich wieder. Sorry. Das Laden eigentlich nicht, nur der Bagger war nicht abholbereit. Putzen. Und dann war ich endlich soweit, dass ich rausfahren konnte. Dann ein Tankzug in der Einfahrt. Wieder eine Stunde gewartet. Da bin ich hier auf dem Hof, habe den Dreiechser geladen, habe den Dreiechser aufgesattelt. Heuno. Und fahre jetzt hier in Engebach die 716 und die Walze, die hier steht. Aber noch ein paar Reifen dabei. Da holen wir die schnell. Geht alles hierher auf den Hof. Jetzt ist es 13 Uhr, also sollte bis 15 Uhr spätestens, 15.30 Uhr vielleicht fertig sein.
Thank you.
Plan war eigentlich, dass ich jetzt hier reinfahre, aber das ist alles noch zu weich, alles noch zu pumpig. Ich stelle mich jetzt wieder hier vorne quer hin. Ich habe ja Reifen und Krempel dabei. Dann lade ich wieder hier auf der Straße. Vielleicht kann ich so weit vorfahren, dass ich das Bett vielleicht sogar reinlegen kann. Das wäre natürlich das Allerbeste. Ne? Das wäre natürlich das Allerbeste. Walze kann ich später so laden, brauche ich dann nicht reinfahren. Mal gucken, wie wir gucken, immer abhängen. Eben gebracht. Da kommt der nächste neue. Ja, ich stelle jetzt den Dreiachser stelle ich wieder weg. Sorry, Moment. Wenn ich das hier geregelt kriege, den Dreiachser stelle ich jetzt wieder weg. Dann hat er mir vorhin ins Gesicht geschrien, dass 3 Liter Öl fehlen. Jetzt gehe ich noch 2 Liter nachfüllen. Wasch noch ein bisschen. Und sattel dann auf für morgen früh. Morgen früh geht es nach Kirchdorf mit dem 938, den ich heute Morgen geladen habe. Wieder kann. Gar keine Bilder davon.
halb 30er rolle mal los. Jo, für heute machen wir Schluss. Diese Folge. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, habt Spaß und haut rein. Bis denn.